Servus, Grüezi und Hallo. Ich bin in Troisdorf und habe mir heute den Industriepfad vorgenommen. Mal gucken, was das bringt. Natur und Wald auf jeden Fall und Informationen über die alte Industriekultur hier in der Stadt. Kommt einfach mit. Hier in der Ecke habe ich übrigens schon zwei Videos gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich die in der Beschreibung. Das eine ist über das alte Gartenhaus, was inzwischen nicht mehr existiert. Und auch hier rechts hinter dem Erdwall gelegen der alte Schießstand, der Schießstand Rottweil. Auch der existiert nicht mehr, ist inzwischen bebaut. Aber den alten Flakbunker, den gibt's noch. Da kommen wir gleich vorbei. Leider ist die Beschilderung von diesem Industriepfad bisher ziemlich für den Allerwertesten. Wir sind jetzt hier an der ersten Station, an der ersten Stele, den erwähnten Holstein. Das ist die alpine Herausforderung, die ich am Anfang bezwungen habe. Ja, und der zweite Teil ist diese beeindruckende Eiche. Ein Grenzbaum. Wirklich schon klasse. Dürfte so 150 bis 200 Jahre auf dem Buckel haben, steht da. Dank eines Hundespaziergängers habe ich die Nummer 2 jetzt doch noch gefunden. Das hier sind Fundamente einer ehemaligen Industrieseilbahn, die bis 1969 hier Quarzitsand transportiert hat. Und jetzt wäre es wieder ebenso schick wie hilfreich, wenn es hier einen Pfeil gäbe, wo es denn lang geht. Immerhin sind wir jetzt an der dritten Infostele. Da geht es um den alten Flakbunker und den schauen wir uns jetzt mal an. Nicht, weil die Beschilderung irgendwie besser geworden ist, sondern weil ich zumindest hier an diesem Flakbunker schon mal war. Der ist da hinten, also ganz verlaufen habe ich mich nicht. Das hat sich aber doch seit dem letzten Mal sehr verändert. Das Interessanteste sind noch die Nistkästen, die hier eingebaut sind für, keine Ahnung, der Größe nach, Greifvögel. Was ist das? Deckel von einem Kaffeekessel? Keine Ahnung. Tu mal wieder dahin. Jetzt habe ich endlich mal Pfeile gefunden an einer der Stelen. Die sagen mir allerdings in der Form auch nur deswegen was, weil ich weiß, aus welcher Himmelsrichtung ich gekommen bin. Grüner Punkt mit einem Loch drin. So sieht also die Markierung aus für den Industriepfad. Das ist die zweite Markierung, die ich finde. Und ja, grün in grün ist ja irgendwie auch kein Wunder. Nun endlich gefunden. Station Nummer 4. Das ist der Hochbehälter Troisdorf,
aus 1903. Sieht hübsch aus und ist sogar offen. Ich habe jetzt keine gescheite Taschenlampe dabei, aber ja, hier drin so richtig spektakulär ist das nicht. Ja, keine Ahnung, ob das der Ausgang nach oben ist. Guck mal, ich kann es so nicht erkennen. Oh ja, das geht aber ein ganzes Stück runter. Ja, wahrscheinlich ist da drunter der eigentliche Behälter. Weil hier das Gebäude an sich ist ja noch kein Hochbehälter. Ja, und ansonsten, wie gesagt, nicht weiter spektakulär. Ein bisschen Schrott, was in der Kiste drin ist. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, wo die Boxhandschuhe herkommen. Keine Ahnung. Vielleicht der gleiche Kollege, der auch die zwei Flaschen Bier da hinterlassen hat. Dick. Ah, die Kiste interessiert mich. Ah, okay. Ein Paketnägel. Das da unten ist wohl ein Punching Ball. Dann hat natürlich auch das paar Boxhandschuhe sind, weil vielleicht hat dann hier einfach jemand Boxen trainiert, damit er zu Hause keinen damit stört. Ja, kann doch sein. Keine Ahnung, was das ist. Und in der Kiste ist einfach nichts. Das scheint einfach eine leere Kiste zu sein. Na schön. Auf jeden Fall schön gebaut um die Zeit. 1903, da konnten die sowas noch. Und obendrauf ist sogar eine Plattform. Diese Tour, die ist übrigens ganz spontan entstanden, weil ich gerade in Spisch zu tun hatte, bin dann mit meinem Straßenfixi dahin gefahren. Und damit jetzt im Wald rumzurucken, ist wirklich eigentlich nicht schön. Aber dafür habe ich ja Mountainbikes in der Garage stehen, weil ich hier jetzt mit dem Ding unterwegs bin. Nein, das ist toll, ich mag das wirklich, aber halt nicht für den Zweck. Jetzt suche ich wieder eine Markierung. Da ist zwar hier und da mal was Grünes am Baum, das könnte aber auch genauso sein, dass da ein Vogel hingeschissen hat. Echt ärgerlich. An dieser Bank breche ich die Aktion für heute ab. Schnauze voll, irgendwie hat das alles keinen Sinn. Ich komme noch mal mit Karte wieder und dann drehe ich das Video fertig.